Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende und vielleicht finden Sie heute bei uns Ihr nächstes Ausflugsziel. Das sind drei der Themen unserer Erzgebirgsrunde am Montag. Über die Brücke, Bahnrelikt aus alten Zeiten. Über das Land, 111 Orte im Erzgebirge. Und über die Grenzen, Talsperre als Ausflugsziel. Die Bergzeit sagt Glück auf. Schön, dass Sie trotz der Sommerzeit eingeschaltet haben. Und wenn wir heute schon mit Tipps fürs Erzgebirge punkten wollen, dann beginnen wir doch auch gleich mit einem kühlen Ort. Am Sonnabend, dem 24. Juni, 14 Uhr, wird mit der bergmusikalischen Wanderung für alle Sinne eine beliebte Veranstaltung wieder aufgelegt. Nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische können hier immer wieder auf vielfältige Art fündig werden. Nach der Einfahrt mit der Grubenbahn, die 14 Uhr beginnt, werden die Besucher fachkundig in die faszinierende Welt des Bergmanns unter Tage geführt. Dort, auf einer ca. 1200 Meter langen Erlebnisstrecke, sind verschiedene musikalische Darbietungen geplant. Mittels Musik, Gesang, Licht und Laser soll zugleich das gigantische, natürlich gewachsene und später durch die Bergleute in harter Arbeit aufgebältigte Bergmassiv am Hämmerlein als eindrucksvolle Kulisse für künstlerische Darbietungen genutzt werden, die alle Sinne ansprechen. Den musikalischen Teil gestalten Solisten des Erzgebirgsensembles Aue. Das Programm, das von Steffen Kind moderiert wird, zeigt einmal mehr die musikalische Bandbreite der Sänger und Musiker, die neben erzgebirgischen und bergmännischen Darbietungen auch Repertoire aus Klassik, Schlager und Evergreens präsentieren. Die Veranstaltung dauert ca. 2 bis 2,5 Stunden. Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 15 Euro. Karten bekommt man telefonisch unter 03774 81078 oder per Mail an info@zinkermann.de. Erzgebirge ist, wo die Heimatfreunde Waschleite mit mehr als 100 Miniaturobjekten in ihrer Schauanlage Heimatecke für große Augen sorgen. Und Erzgebirge ist, wo die Sehenswürdigkeiten zu finden sind, die das Buch 111 Orte im Erzgebirge, die man gesehen haben muss, empfiehlt. Und auch heute gibt es einige Nachrichten. In der vergangenen Woche startete der bundesweite Kulturpass für alle jungen Menschen, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Der Kulturpass bietet ein Budget von 200 Euro, mit dem ganz verschiedene kulturelle Angebote, zum Beispiel Theater und Kinos, Konzerthäuser, Buchhandlungen und der Musikfachhandel über die App Kulturpass genutzt werden können. Die App ist ab sofort in den üblichen App-Stores abrufbar. Zur Nutzung wird ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion für deutsche Staatsangehörige, eine EID-Karte für EU-Bürger oder ein elektronischer Aufenthaltstitel für Nicht-EU-Bürger mit deutschem Wohnsitz benötigt. Auf der Plattform kulturpass.de findet sich nicht nur ein umfangreiches Hilfsangebot, sondern auch eine Erklärung, wie sich Kulturschaffende für das Angebot registrieren können. Der Kulturpass wurde durch die SPD-geführte Bundesregierung und einen Beschluss des Haushaltsausschusses im Bundestag im November 2022 auf den Weg gebracht. In diesem Jahr stehen dafür insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu erklärte Simone Lang, Landtagsabgeordnete für die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag,
Mit dem Kulturpass wollen wir junge Menschen für Kultur begeistern. In der Corona-Zeit standen gerade für Jugendliche viele Angebote lange Zeit nicht zur Verfügung. Kultur ist aber kein schmückendes Beiwerk. Damit der Kulturpass funktioniert, braucht es neben vielen interessierten jungen Menschen auch ein breites Angebot. KulturanbieterInnen bei uns im Erzgebirgskreis, die sich noch nicht registriert haben, sollten das schnell nachholen. Das Potenzial für den Kulturpass ist da. Allein im Erzgebirgskreis feiern 2023 fast 3000 Jugendliche ihren 18. Geburtstag. Wer früh begeistert wird, bleibt der Kultur oft auch lange erhalten. Der Kulturpass ist ein tolles Angebot für junge Menschen und eine Chance für unsere regionale Kulturszene. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen begann heute mit der Beseitigung von Hochwasserschäden in Schwarzenberg am linken und rechten Ufer des Schwarzwassers. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende November 2023 abgeschlossen sein und kosten rund 350.000 Euro, finanziert aus Mitteln des Bundes. Gebaut wird zwischen der Egermannbrücke bis zur Brücke Karlsbader Straße auf beiden Gewässerseiten. Dabei werden Uferabrisse und Unterspülungen der vorhandenen Wasserbausteine beseitigt und damit die Standsicherheit der Böschung wiederhergestellt. An der linken Gewässerseite in Höhe der Wohnbebauung Bahnhofstraße unterhalb der Kauflandbrücke soll eine abschnittsweise Böschungssicherung mit einer ingenieurbiologischen Ufersicherung als begrünter Steinsatz ausgebildet werden. Auf der rechten Gewässerseite wird auf der gesamten Länge der vorhandene Steinsatz durch Verblockung von Wasserbausteinen und einer Flusssicherung bzw. Fußsicherung erneuert. Zur Verbesserung der Morphologie und damit zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werden strukturverbessernde Elemente wie Störsteingruppen, strömungslenkende Wurzelstuppen und Fischunterstände am Böschungsfuß und im Sohlbereich eingebaut. Der derzeitige Baumbestand wird weitestgehend erhalten bleiben. Es sind Pflanzungen von gewässertypischen Sträuchern und Bäumen vorwiegend an Gewässerufern im Stadtgebiet von Schwarzenberg geplant. Mit Das große Geschäft, eine kleine Geschichte des Klopapiers ist eine Sonderausstellung in der Papiermühle Niederzwönitz überschrieben. Die Schau informiert über die kultur- und sozialhistorische Entwicklung des Hygienepapiers. Beginnend mit Materialien, die vor der Erfindung des Toilettenpapiers herhalten mussten, zeigt die Ausstellung den weiten Weg bis zur ersten Klopapierrolle. Die Zwönitzer Schau stellt die Produktpalette von hauchdünn mit Wasserzeichen über kratziges Krepp bis hin zum dreilagigen, saugstarken Supersoft-Toilettenpapier vor. Auch das ist ein Thema. Während anfangs kreative Werbekampagnen die Nutzer erst vom Produkt überzeugen mussten, erfuhr Toilettenpapier in der Zeit der Corona-Pandemie eine nie dagewesene Wertschätzung. In der Ausstellung finden sich kuriose Stücke wie der gehäkelte Klorollenhut für die Hutablage oder eine wegen Verletzung religiöser Gefühle angeklagte Herstellermarke. Die kleine Geschichte des Klopapiers ist damit aber noch nicht zu Ende erzählt. Im letzten Teil werden Fragen zum Toilettenpapier der Zukunft gestellt. Seit wenigen Wochen gibt es bei uns im Programm die Serie Abgestanden, in der wir sogenannte Lost Places im Erzgebirge vorstellen. Die Serie ist neu, der Gedanke dahinter nicht. Vom Menschen verlassene Orte gibt es an vielen Stellen, mal mehr und mal weniger auffällig. Sehr bekannt war einst eine Brücke bei Elterlein, von der nur noch die verbliebenen Reste künden. Im vergangenen Jahr hatten wir schon ein Auge auf diesen Lost Place mal geworfen. Nur die Älteren können sich noch an den Zugbetrieb auf der Bahnstrecke Elterlein-Scheibenberg erinnern. In Elterlein fuhr die Eisenbahn auf einem Viadukt über das Schlangenbachtal. Was soll das?
Der Heimatforscher Jens Hahn hat sich mit dem Filmer Bernd Puttwill auf Spurensuche begeben. Bekannt war das Viadukt auch als Schwimmbadbrücke Elterlein. 2022 jährte sich die Sprengung eines der markantesten Brückenbauwerke der hiesigen Eisenbahngeschichte im Jahr 1972 zum 50. Mal. 1898 errichtet auf 8 Pendelstützen für die Linie Zwönitz-Scheibenberg, überquerte sie hier auf 134 Meter Länge den luftigen 21 Meter Höhe den Schlangenbach und machte so den Weg frei für die Eisenbahn in Richtung Scheibenberg. Das einzige Bauwerk, was heute noch sichtbar ist, nachdem 1972 die Brücke von Pionieren der Kaserne in Marienberg gesprengt wurde, sehen wir hinter uns noch den Brückenkopf. Der ist auch innen hohl, der ist nicht voll ausgemauert. Es befinden sich im Inneren noch 3 Gewölbe. Die sind aber in heutiger Zeit durch ein Gitter verwahrt, sodass auch Kinder nicht mehr drin rumkriechen können. 50 Jahre ist die Sprengung her, die glücklicherweise ins Geheim gefilmt werden konnte. Was ist über sie bekannt? Die Sprengung der Brücke gestaltete sich damals 1972 im Februar etwas schwierig, denn man hatte wohl nicht mit der Hartnäckigkeit des Stahls der Königin Marienhütte Keinsdorf gerechnet und mit dem harten Beton. Denn erst beim dritten Anlauf stürzte die Brücke dann zur Seite zusammen und konnte zur Schrottverwertung der Versorgung der DDR zugeführt werden. Das Ganze hatte die Nebenwirkung, dass durch die hohe Druckwelle der letzten Sprengung in der nahen Kirche in Elterlein schöne Buntglasfenster zu Bruch gingen und ersetzt werden mussten. Das war dann auch das Ende der Eisenbahnlinie zwischen Zwönitz und Scheibenberg. Ein Brückenkopf mit wenigen verbliebenen eisernen Teilen ist nahe des Autobahnzubringers der letzte Rest dieser Strecke, den man noch sehen kann. Hier befinden wir uns nun auf dem Brückenkopf, genau in Gleislage. Noch zu sehen bis zum heutigen Tag ist der letzte Rest, der Aufgleisschuh, der dazu gedient hat, dass die Züge beim Auffahren auf die Brücke nicht entgleisen können. Sogar ein kleiner Gleisrest ist noch da. Das ist das einzige Stück Gleis, was es noch hier gibt, aus dem Jahr 1899, als die Brücke und auch die Strecke aufgebaut wurde. Am 1. Mai 1900 ging bekanntlich die Eisenbahnlinie Zwönitz-Scheibenberg in Benutzung und wurde im August 1947 von Zwönitz bis Elterlein zurückgebaut. Nur das Gleisstück, die 8 Kilometer zwischen hier und Scheibenberg, blieben noch in Betrieb bis September 1966. Dann war auch hier auf dieser kurzen Stichbahn Schluss. 1968 diente dann noch die Strecke zum Abstellen von Schadbakons. Ich erinnere mich selbst als kleiner Junge noch dran, der vom Dahlgrund unten heraufgeguckt hat und die langen Reihen von alten Güterwagen betrachtet hat. 1972, nachdem also das Gleis schon zurückgebaut war, wurde die Brücke dann bekannterweise gesprengt. Gewicht 306 Tonnen ungefähr, bester Stahl. Und dann zog hier in diesem Tal langsam Ruhe ein. Wenn man bedenkt, die Brücke hat seinerzeit umgerechnet 155.000 Goldmark gekostet. In heutiger Zeit wären sicherlich einige Nullen mehr dran. Jens Hahn weiß auch zu berichten, dass die Schlangenbachtal eine Besonderheit aufzuweisen hatte. Sie war von einem Revisionsgerüst umspannt. Dadurch konnte die Brücke auf Rostschäden und maßliche Veränderungen überprüft werden. Dieses Revisionsgerüst konnte dann mit einem Kurbelwerk von beiden Seiten aus über die Brücke, über Schienen gefahren werden, sodass man die ganze Brücke auf der Länge von 134 Metern genau in Augenschein nehmen konnte.
den 1980er Jahren wurde dann damit begonnen, den Talgrund unter der einstigen Brücke für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Es war ein sehr sumpfiges Gelände. So wurde dann ungefähr 15 Meter hoch der ursprüngliche Damm aufgeschüttet. Damit verschwand der Talgrund zum Teil und ist heute nicht mehr im vollen Umfang sichtbar. Jede Menge Ausflugstipps für das Erzgebirge vereint ein in diesem Frühjahr erschienenes Buch. 111 Orte im Erzgebirge, die man gesehen haben muss, verspricht Überraschungen von A wie Altenberg bis Z wie Zwönitz. Das Buch von Susanne und Rudolf Jargusch aus dem Elmens Verlag Köln ist seit wenigen Wochen im Handel. In ihrem charmant bebilderten Buch stellt das Autorenpaar sagenhafte, abenteuerliche und beeindruckende Orte in der Montanregion Erzgebirge vor. 15 davon haben wir für Sie mit unseren Bildern versehen. Der Blauenthaler Wasserfall bei Eibenstock. Die Dudelskirche in Waschleite. Und der Hundsmattergust auf dem Hundsmatterflügel bei Raschau-Markersbach haben etwas gemeinsam. Das Adam-Ries-Haus in Annaberg-Buchholz. Einst wohnte hier der große deutsche Rechenmeister, heute erinnert ein Museum an den Mann, der 1522 nach Annaberg zog. Die Street-Art-Hausfassade in der Concordia-Siedlung in Oelsnitz-Erzgebirge. Und die Steinpyramide in Kretscham-Rotenzehmer haben etwas gemeinsam. Die Mundartuhr an der Hauptstraße in Hormersdorf. Die Auferstehungslinde auf dem alten Friedhof in Annaberg-Buchholz. Und die Friedensglocke auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal haben etwas gemeinsam. Die bergmännische Krippe in der Bergkirche St. Marien in Annaberg-Buchholz. Der Äquator auf der Badstraße in Oelsnitz-Erzgebirge. Und das Suppenmuseum in Neudorf haben etwas gemeinsam. Die Basaltsäulen in Scheibenberg, auch Orgelpfeifen genannt. Die Lindenallee auf dem Steinweg in Lösnitz. Und der Tiergarten Aue alias Zoo der Minis haben etwas gemeinsam.
All diese Sehenswürdigkeiten sind in einem Buch vereint und noch viele mehr. Also nochmal unsere Empfehlung für alle, die trotz Umleitungen gerne im Erzgebirge unterwegs sind. 111 Orte im Erzgebirge, die man gesehen haben muss. Das Buch lädt zu vielseitigen Entdeckungen ein, führt an Orte und erzählt Geschichten, die nicht jeder kennt. Jetzt begeben wir uns über die Grenzen des Erzgebirges hinaus. Unsere Tagestour führt Sie an die Talsperre Pirk. Die Talsperre Pirk ist das größte Naherholungsgebiet von Oelsnitz im Vogtland. Sie zieht jährlich tausende Erholungssuchende an ihre Ufer. Neben Segeln, Surfen, Baden und Bootfahren gibt es hier auch eine Jugendherberge und ein Naherholungszentrum mit Campingplatz. Was man allerdings nicht darf, ist das Wasser mit Sportbooten befahren, wenn die einen Verbrennungsmotor besitzen. Auch Fahrgastschiffe sucht man an der Pirk vergebens. Erbaut wurde die Talsperre in der Zeit von 1935 bis 1938. Die Einweihung erfolgte 1939. Das hier angestaute Wasser kommt hauptsächlich von der Weißen Elster. Das gesamte Wassereinzugsgebiet der Pirk wird mit 372 Quadratkilometern angegeben. Beeindruckend ist auch die Staumauer. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf die rund 1,5 Kilometer große Wasserfläche. Das ergibt ein Speichervolumen von 10,73 Millionen Kubikmeter. Die Talsperre dient zur Brauchwasserversorgung, Energieerzeugung und zur Niedrigwasseraufhöhung um den Hochwasserschutz. Die Staumauer selbst hat eine Kronenbreite von 3,65 Metern und ist 250 Meter lang. Die Höhe über den Gründungsbogen beträgt 23,2 Meter. Die Talsperre Pirk ist aus den unterschiedlichsten Richtungen schnell erreichbar, liegt sie doch direkt an der Bundesautobahn 72 nahe der Anschlussstelle Pirk. Für Erholungssuchende lohnt sich ein Besuch immer. Und wer nicht unbedingt am Spaßfaktor Wassersport festhalten möchte, kann sich über die abwechslungsreiche Ufervegetation mit ihrer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt erfreuen. Ich denke, das war genügend Material für alle, die nach einem lohnenden Ausflugsziel im Erzgebirge oder darüber hinaus suchen. Damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Freut uns, dass Sie dabei waren. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer auf erztv.de im Internet und auch am Dienstag wieder in der Bergzeit. Haben Sie noch einen schönen Tag. Bis morgen. Glück auf! Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social-Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell.
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen, spielen lassen, haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft.